Beor und Valefax. Einst zwei der treuesten Ritter des Königs von Boletaria. Als jedoch der dichte Nebel in Boletaria aufzog, witterten die beiden Zwillingsfänge, dass etwas im Königreich ganz und gar nicht stimmte. Als sie beide zum König vorgeladen wurden, schafften sie es gerade so mit Mühe und Not aus dem Thronsaal zu entkommen. Der König offenbarte ihnen beiden seine finsteren Pläne für das Königreich. Er bot ihnen an seiner Seite zu sein. Er bot ihnen Macht, die weit ihre kühnsten Vorstellungskräfte hätten übersteigen sollen. Doch die Zwillingsfänge hatten vieles in ihrem Leben gesehen und vieles bekämpft. Und so entschieden sie sich, zum Wohle des Königreiches, dem König den Rücken zu kehren und sich gegen seinen Wahnsinn zu stellen. Der König wollte die beiden natürlich für ihren Verrat bestrafen, doch hatte er sie doch einst selbst mit heiligen Reliquien des Königreiches ausgestattet. Ihre Rüstungen waren Erbstücke der Königsfamilie, und sie beide trugen magische Ringe, die es ihnen ermöglichten, mit Leichtigkeit massive Panzerungen und Ausrüstungsgegenstände sowie ein gigantisches Schwert oder Armbrüste mit sich zu führen. So gelang es den beiden unter Strapazen, den Thronsaal zu verlassen und gar mittels eines geheimen Weges sich am Rande des Königreiches zu treffen. Die Zwillinge mochten sich vielleicht einander nicht sonderlich ähneln, doch hatten sie beide ein reines Herz. Beor war zum Beispiel ein muskelbepackter Draufgänger, vielleicht nicht der klügste Kopf, jedoch immer gewillt, das Richtige zu tun und vor allem das Richtige, um Schwächere zu schützen. Sein Bruder Valefax hingegen war ein berechnender und etwas kälterer Typ. Er stürzte sich nicht Hals über Kopf in eine Schlacht. Er war stets bedächtig, auf Präzision bedacht, um so wenig Schaden wie möglich anzurichten und so schnell es ging, eine Mission zu erfüllen. Diese beiden tapferen Recken fanden sich nach ihrer Flucht aus dem Thronsaal von Boletaria am Rande des Königreiches wieder. Dort angekommen waren sie an einer dichten Nebelwand. Dort sollten sich ihre Wege zum letzten Mal in ihrem Leben kreuzen. Beor sollte im Königreich bleiben. Er war der stärkere der beiden Zwillingsfänge. Zwar protestierte er dagegen, da er es für richtig erachtete, den dichten Nebel zu durchdringen, um die Außenwelt über das Geschehen von Boletaria in Kenntnis zu setzen. Jedoch sah er ein, dass sein Bruder der Schlauere von den beiden, dass er es wohl am ehesten schaffen würde, diesen dichten Nebel, den noch nie jemand vorher durchdrang, dass Valefax es wohl schaffen könnte, ihn zu durchschreiten. Seine Gewitztheit würde ihm dabei helfen, und Valefax forderte von Beor ein Versprechen. Er sollte seinen Kopf gebrauchen, zum Wohle Boletarias. Nicht für Boletaria, sondern für die Bevölkerung, für die armen Menschen, die unter dem Wahnsinn des Königreiches, das der König erbaut hatte und nun mit aller Macht zerschmetterte, die darunter leiden sollten. Seine Aufgabe war es, sie zu beschützen und so viele es ging zu retten. Beor hatte die Ernsthaftigkeit der Lage mit eigenen Augen gesehen und er willigte daraufhin ein. Ein letztes Mal tauschten die beiden Brüder eine herzliche Umarmung aus und so sollten sich ihre Wege trennen. Valefax verschwand im dichten Nebel und Beor kehrte in das Königreich zurück. Viele Tage zogen ins Land und Valefax sollte es tatsächlich schaffen. Er hat es geschafft, wie es noch keiner vor ihm tat. Er konnte den dichten Nebel durchschreiten und informierte gar die Außenwelt über die horrenden Geschehnisse, die im Boletaria vor sich gingen. In derselben Zeit hatte Tag um Tag Beor erbittert gegen groteske Kreaturen und Dämonen gekämpft. Er hatte unzählige Menschenleben gerettet, nicht nur ihre Leben. Viel eher ihre unsterblichen Seelen, die sonst als Nahrung für Dämonen gedient hatten. Doch auch seine Kraft war erschöpft und eines Tages war er nicht mehr imstande dazu,
sich gegen diese Horden zu erwehren. Er hatte viele gerettet, doch seine Kraft ging zur Neige. Und so wurde er gefasst und in die Kerker von Boletaria gesteckt. Sein Bruder hingegen, er setzte die Außenwelt in Kunde darüber, was in Boletaria geschah. Und so schnell es ging, kehrte er zurück zum dichten Nebel und auch dieses Mal sollte er es schaffen, ihn zu durchschreiten. Er kehrte nach Boletaria zurück und dort sollte sich in den wenigen Tagen seiner Abwesenheit Grauenvolles zugetragen haben. Das Königreich lag in Schutt und Asche, nahezu menschenleere Straßen und nur noch wenige, fast seelenlose Gestalten schlurchten durch die Gassen. Valerfax versuchte so gut es ging, die Straßen wieder sicher zu machen und erschlug sämtlichen Horror, der sich zwischen ihn und seinem Ziel, dem Palast, stellen sollte. Doch die Getreuen des Königs waren sehr mächtig und schließlich konnten sie Valerfax fassen. Jedoch sollte ihm ein anderes Schicksal zuteil werden, wie seinem lieben Bruder. Valerfax wurde vor den Galgen geführt. Jedoch sollte man ihn nicht hängen. Niemand sollte sehen, was mit ihm passierte. Die abscheuliche Henkerin Miralda hatte andere Pläne mit dem Verräter des Königs. Sie enthauptete den armen Valerfax und warf seine Leiche in die Kanalisation, wo sie wohl noch heute liegt. Bior hingegen fristete noch immer sein Dasein in der Zelle. Er wusste nichts von dem Verbleib seines Bruders, jedoch hatte er noch immer starken Glauben in ihn. Hätte er wohl gewusst, was mit ihm geschehen war, wäre er immer noch so gute Dinge gewesen? Sei es wie es will, eines Tages wurde Bior von einem tapferen Dämonentöter befreit. Und so verrückt es vielleicht klingen mag, Bior nutzte diese Zeit in Gefangenschaft, um sich zu regenerieren und gar seine Kräfte zu sammeln. Er schickte den Dämonentöter voraus, dass der seiner Aufgabe des Dämonentötens doch nachgehen sollte. Er würde ihn schon einholen. Und in der Tat, im Vorhof des Palastes war er vor dem Dämonentöter eingetroffen. Und dort sollte sich ihm ein altes bekanntes Gesicht entgegenstellen. Der als Durchdringer bekannte Metas. Er war ein Dämon und ein Diener des Königs, des Dämonenkönigs geworden. Metas erkannte Bior und wutentbrannt stürmte er auf diesen zu. Er war ein Verräter dem König gegenüber und er musste sterben. Der Durchdringer hingegen übersah in seiner blinden Wut den Dämonentöter. Gemeinsam kämpften sie eine erbitterte Schlacht gegen den einstigen stolzen Ritter, der zu einem Dämon geworden war, und gemeinsam konnten sie es schaffen, den Durchdringer zu besiegen. Nach jenem Kampf sollte sich Beor zunächst einmal wieder eine Ruhepause gönnen. Er war noch durch und durch ein Mensch und nutzte nicht die Fähigkeiten, die Dämonenseelen den Menschen gaben. Er benötigte bitter diese Ruhe, doch er versprach den Dämonentöter, er würde da sein, wenn er ihn braucht. Und in der Tat sollte es abermals so geschehen. Der Dämonentöter bahnte sich einen Weg durch das zerrüttete Königreich, bis fast zum Thronsaal. Dieser wurde jedoch von einem blauen riesigen Drachen bewacht. Bior, der seine Mittel und Wege kannte, durch das Königreich zu streifen. Er war abermals vor den Dämonentöter angekommen und stellte sich dem riesigen blauen Drachen. Er hatte keinen Plan, wie er gegen diese Kreatur vorgehen sollte. Seine Rüstung jedoch schützte ihn mehr als vortrefflich gegen die Angriffe dieser Bestie. Alles, was er tun konnte, war den Dämonentöter Zeit zu verschaffen. Bitter nötige Zeit, denn solange sich der Drache auf ihn fokussierte, wäre eine kleine Möglichkeit vielleicht gegeben, den Dämonentöter einen Schlupfwinkel zu verschaffen. Einen Schlupfwinkel, der es ihm ermöglichen sollte, bis in den Thronsaal vorzudringen. Und tatsächlich, so schaffte es der Dämonentöter, in den Thronsaal vorzudringen. Das letzte, was man hörte, waren die erbitterten Kampfschreie von Bior, der immer und immer wieder versuchte, in den Thronsaal vorzudringen, nur um den Drachen abzulenken. Der Verbleib von Bior ist bis zum heutigen Tag ein Mysterium. Wurde er, nachdem eine finstere Aura vom Thronsaal verschwunden war, nie wieder gesehen? Seine Leiche wurde nicht gefunden.
Der Drache ward auch nie mehr gesehen. Was ist wohl der Verbleib des verbleibenden Zwillingsfängsbruders? Man wird es vielleicht eines Tages erfahren. Vielleicht. Doch eine Sache war gewiss. Bis zum heutigen Tage erinnern sich die braven Menschen von Boletaria an einen der größten Helden, die Boletaria jemals sah. Sie gedenken stets ihrem Helden, Beor von den Zwillingsfängen, und ebenso sehr seinem Bruder Valefax. Und vielleicht wird man eines Tages wieder etwas von diesem tapferen Ritter hören. Der Glaube ist schließlich das Letzte, was stirbt. Und Glaube trieb einst diese beiden Zwillinge sehr, sehr weit an. Ohne jene beiden tapferen Ritter, die sich gegen ihr Land stellten, gegen ihren König stellten, wäre die Welt vielleicht verloren gewesen. Und nun sind wir bei der Endcard angelangt. Hier könnt ihr ganz gemütlich entweder einfach das nächste Video bzw. die nächste Playlist starten. Ihr könnt mich abonnieren, dort so einfach auf mein kleines, schickes Avatar-Bildchen klicken. Oder wenn ihr mich unterstützen wollt, könnt ihr auch auf meinen Patreon-Kanal gehen und da mein persönlicher Patron werden. Natürlich gibt es da auch bestimmte Rewards, die ihr da erreichen könnt. Oder ihr könnt auch einfach nur, sagen wir, eine kleine Seele in den Hut werfen und mir eine Freude machen. Und nun, vielen Dank für eure Zeit. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn dem so war, vergesst nicht ein Like dazulassen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis bald.